มันเป็นทาวน์เฮาส์ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับขวามือจะเป็นสนามไหนขวามือสนามเด็กเล่นไม่มีไม่เห็นนะมีแต่ขายของวินเฮ้ยมาดิดามูวี่ฟรอมมีวินมอเตอร์ไซค์อยู่ซ้ายมือAlso, heute mal wieder Movie from me und my family. Ihr seht so einen riesen Stress, eine riesen Hektik. Gleich mal zur Erklärung. Otto hat am 20. Januar, also heute, beziehungsweise, wenn ihr das Movie seht, gestern. Also, es kann natürlich passieren, dass ich ab und zu mal heute sage, ab und zu mal gestern. Normal würde ich mich drauf einschießen auf gestern, dass ich immer gestern sage, dass ihr das besser versteht. Aber ich kann es euch nicht versprechen. Also, wir stehen hier und telefonieren. Es ist so, viele werden mir das bestätigen, wenn die teils telefonieren, wo stehst du, wo bist du. Aber so viel zum Thema... wenn man Thai kann, kommt man besser hier zurecht. Bullshit, sage ich nur. Die Thais kommen selber nicht zurecht. Und zwar ist es jetzt an für sich so, wir machen heute auf den Markt eine Party, also gestern. Und die Männer haben gesagt, sie kaufen eine Torte. So, jetzt hat meine Frau diese Torte bestellt. Und hat gesagt, der junge Mann da und da, der bezahlt die. So. Die Torte sollte zu uns geliefert werden. Also der Thai ruft beim Thai an. Auf jeden Fall ist die Torte jetzt zu dem Mann, ist bei dem Mann gelandet, wo der die bezahlen wollte. Das ist ungefähr 25 Kilometer weg von zu uns zu Hause. Und somit, ja... Der hat die Torte angenommen, weil der den anderen, ihr wisst, wie das ist mit Gesichtsverlust, dann sagt er, ach, die Torte sollte wo hierher, damit er das Gesicht nicht verliert, sagt der, ja, okay, dann lasse hier, ruft bei meiner Frau an und sagt, die Torte steht hier und hol die jetzt. Ja, weil der die nun bezahlt hat, müssen wir natürlich wieder losfahren, müssen die Torte holen. Es sind hin 25 Kilometer, insgesamt 30 Minuten und zurück ja nochmal. So, jetzt stehen wir schon mindestens 5 Minuten, ja, ihr habt es ja eben gesehen, sie telefonieren, um sich zu finden. Ich sag mal gar nichts dazu, weil es war wie gestern. Otto hat auf thailändisch Nam Deng bestellt, rotes Wasser, und sie bringt einen Cocktail, einen rosa Cocktail, tja. Was soll ich euch dazu sagen? Wenn ich sehe, dass die Thais unter Thais sich schon nicht verstehen und dann immer wieder Leute mich anprangern, lernen thailändisch, lernen thailändisch, dann würde das alles besser gehen, dann sehe ich wieder mal keinen Sinn drin. So, hier ist er wieder. Waiting, yeah. You four more, didn't I? Okay? Yeah, es war klar. Es war eigentlich klar. Immer, also es ist nie, Moment, also, eigentlich noch nie erlebt, dass es immer sofort geklappt hat. Es ist Wahnsinn. Jetzt stehen wir hier und wissen nicht, wo der wohnt, obwohl der eine Karte geschickt hat. Also, ich würde sagen, wir werden mal sehen, wie die Misere weitergeht. Wahrscheinlich werden 6 Movie draus. Nee, wir wollen nicht hoffen. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Ja, da stehe ich ja. Also, auf jeden Fall Werbung! So, wir sind jetzt auf dem Markt angekommen. Hier seht ihr allein Tini. Tini. Inside. So, wir hatten heute Geburtstag. Oh, na, was?
I think you order cake. Cake, yeah. Evening. No apartment. Also, es ging nicht nie um die Torte. Und zwar, let I make. Ging es um die Schnecken. Also, sie wollte Schnecken kochen und die dann in kleine Schälchen tun und auf dem Markt verteilen an alle. Also, so, dass alle wissen, dass Otto Geburtstag hat und ja, wahrscheinlich Otto Geld geben. Also, sie hat es ausgerechnet, sie hat mir irgendwas von 360 Bad gesagt. Naja, wir werden mal sehen, was rauskommt. So, also wo wir weg sind, vorhin hat der Otto noch geschlafen und ja, jetzt ist er munter, schon mit der Oma raus. Hast du Gold, wo du zu Hause warst? Ja. Warum? Papa war nicht da. Das ist ja Papa Kussi jetzt. Boah, guck mal, ich soll ab. Beim Küssen kannst du Papa angucken. Ja, oh, ist ein schönes Shirt. Oh, Super Mario. Ja. Und was haben wir heute? Geburtstag? Ah, Geburtstagparty. Oh. So, hier ist er wieder. Und zwar war, ja, habe ich mir wahrscheinlich kurz den Nerv eingeklemmt, aber ich habe gleich ein paar Dehnungsübungen gemacht. Und es geht eigentlich für sich jetzt wieder. So. Also wie gesagt, sie kam ja früh rein und sagt, hat mir das mit dem Kuchen erklärt. Wir haben ja einen besonderen Kuchen bestellt mit Superman und Batman oben drauf. Und da ist was schief gelaufen, beziehungsweise bei der Bestellung. Wir haben ja noch ein paar, wie sagt man, na, also Spielzeug bestellt, und zwar Hulk und sowas, aber das kommt erst in ein paar Tagen. Wir haben uns zwar zugesichert, dass es pünktlich ist, aber naja, Thailand eben. Also ist jetzt alles nicht so schlimm, wie gesagt, sie kam rein, hat von Torte geredet und kurz danach kam sie wieder rein und redet irgendwas von Holen und dann ging es um die Muscheln. Also die Muscheln hat jemand bezahlt, die werden ja naja, noch gekocht und gemacht und dann werden die ja verteilt in der Hoffnung, dass Otto eben Geld geben. Das Geld kommt natürlich auf Otto seine Sparbüchse, also wir haben ja ein Sparbuch für Otto, wo immer Leute reinzahlen und hin und her, da haben wir ja schon 7000 Baht oder so drauf und dass es eben mal schnell ziemlich höher geht, dass wir Sess anlegen können, dann machen wir das so. So, an sich gibt es jetzt erstmal nicht mehr zu berichten. Wir werden sehen, wie die Party abläuft. Wir werden dann nochmal auf die Party drauf halten. Das wird wahrscheinlich Nachmittag oder Abend. Und dann werde ich schnell zurechtschneiden und dann habt das pünktlich. Also, wie gesagt, ich würde sagen, wir gehen in den Witz des Tages. Alle Kinder bekommen Geschenke. Außer Otto, der wollte nur sein Foto. Gut für Papa dein Geldbeutel, yeah! Den findest du gut. Und da gibt's kein Geschenk heute. Yappiei, du! So, hier sind wir wieder. Ja, hier ein kleiner Tisch. Hier sehe ich überall die Muscheln. Oh, Ballons hat Mutti gemacht. Hast du mitgeholfen? Hey, du hast mitgeholfen. Das ist aber sehr schön. Jawohl. Ja, den Kuchen, den machen wir später auf. Dann machen wir mal feiern. So, hier sind noch die anderen. Die Chefin. So. Wie gesagt, er hat heute mal sein Neues angezogen. Sogar Sam White. What happened? You okay, man? Hä? 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 Also für alle, die nicht wissen, wenn man in der einen und derselben Farbe geht, drückt man der Außenwelt seine Liebe aus. Am besten noch
Der gleiche Sache. Also, Witz des Tages haben wir schon aufgenommen. Ich gehe jetzt Twitch und dann gucken wir nochmal, ob wir hier nochmal die Party nehmen. Weil wir haben ja eine wunderschöne Spider-Man dort. Also, Witz des Tages. So, hier sind wir wieder. Und zwar Otto wird, mit Otto wird gerade gespielt. Ansonsten hier sitzt er, hier macht er gerade Twitch. Hier die junge Dame. Wo ist meine Frau? Ich würde sagen, schon wieder Banden gekommen. Also ihr seht, wir haben jetzt ein paar Ballons dran gemacht. Die Torte packen wir nachher aus. Ansonsten haben wir hier noch ein paar Leute. So, hier hinten sehen wir es. Aber das sind im Schnitt Teils, die unterhalten sich auf Teil. Deswegen sitze ich hier mit ihr. Meine Frau, die ist da hinten. Da kommt sie irgendwo rum. Wir werden mal gucken. Ui! Na los! Yippie! Kinderarbeitsverbot. Also, bis gleich. Also, sind wir wieder. Jetzt habe ich gerade alle eingefunden. Ich halte mal kurz rum. Der Papa ist gerade gekommen. Wir spielen noch ein bisschen. So, hier sind die Geburtstagsgäste. Also, wir haben gerade das Licht ausgemacht, weil die Torte wird. Die Kerzen von der Torte werden angezündet. So, wir gucken mal hier. So, wir werden bestimmt gleich Geburtstagstorte essen. Und ja, wir werden jetzt noch hier ein bisschen sitzen, ein bisschen trinken. Ich weiß nicht genau, wie lange ich bleibe, weil es ist meistens... sie sind ja hier alle ganz, ganz, ganz friedlich. Aber wenn sie nachher betrunken sind, wollen sie alle mit mir reden. Und da habe ich echt keine Lust drauf. Also, ich schalte nochmal um. Der Papa ist auch da. So, hier, wir haben Essen auf dem Tisch. Der Opa mit der Brille. Und hier haben wir nochmal die Geburtstagstorte. Also hier sind die Muscheln, die sie verteilt hat. Die hat sie überall verteilt. Für gut Luck. Hallo, Mai. Schmeckt das? Oh, mit Geld. Spider-Man. Money, happy birthday. Yeah. Und weil du heute Geburtstag hast, da hab ich mir gedacht, ich singe dir ein schönes Lied, weil dir das Freude macht. So, gut, komm. So, wenn euch meine Movies gefallen, gern Abo da lassen. Daumen nach oben, bis er glüht, ihr wisst Bescheid. Comment. Ansonsten würde ich sagen, bleibt mir ja gesund, bleibt mir ja treu, guckt ja zahlreich und werdet alle glücklich. B
bis die Tage, euer Tattoo-Man, bye bye.